Ja, Weltchefredakteur Jan-Philipp Burgert hat in Davos auch diesen Auftritt von Olaf Scholz verfolgt. Jan-Philipp, also wie bewertest du den Auftritt? War das der große Wurf hier auf internationalem Parkett? Was ist die eigentliche Quintessenz seiner Rede? Also Markus, Olaf Scholz beherrscht ja die große Kunst, lange zu reden, ohne wirklich etwas Neues zu sagen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir hier in Davos eine sehr klassische Kanzlerrede gesehen. Der Saal war prall gefüllt bis auf den letzten Platz. Viele Ukrainer auch im Saal, und die dürften eher enttäuscht gewesen sein, wenn sie im Vorfeld vielleicht Zugeständnisse oder ja neue Aktionen des Bundeskanzlers erwartet hätten, um die Ukraine zu unterstützen. Er ist da sehr allgemein geblieben. Der Bundeskanzler hat sich in gewisser Weise gerechtfertigt, hat gesagt, Deutschland liefere ja zum ersten Mal in seiner Geschichte Waffen und auch schweres Gerät in ein Kriegsgebiet. Er hat die 100 Milliarden Investitionen für Verteidigung noch einmal erwähnt, also im Grunde eine Quintessenz seiner Zeitenwende noch mal präsentiert. Aber wie gesagt, nichts Neues gesagt, im Gegenteil, er hat noch mal davor gewarnt, auch die NATO da in einen Konflikt mit Russland zu begeben, weil sich dann die Nuklearmächte gegenüberstehen würden. Also er hat da durchaus auch noch mal auf diese atomare Gefahr hingewiesen, vielleicht auch ein wenig mit diesen Ängsten gespielt, um eben aus der Rechtfertigungsposition herauszukommen, dass Deutschland nicht genug tue. Gleichzeitig hat der Bundeskanzler davon gesprochen, Deutschland sei ein verlässlicher Partner. Aber warum Deutschland verlässlich bleibt oder ist oder sein soll, da hat er nichts Konkretes zugesagt. Also insofern würde ich sagen, wer hier konkrete Ankündigungen von Olaf Scholz erwartet hatte, der fährt enttäuscht nach Hause. Ja, wenig Neues also. Wenn du das Weltwirtschaftsforum insgesamt betrachtest, du warst vom ersten Tag dort, hast viele Gespräche geführt, hast aber auch viel gesehen. Wie sieht deine Bilanz bei diesen Treffen aus, was ja sicherlich anders war als alle Treffen zuvor? Ja, in der Tat, es war anders als alle Treffen zuvor, allein schon deshalb, weil Russland nicht dabei war. Insgesamt würde ich sagen, die politische und wirtschaftliche Elite hat hier von den Schweizer Hochalpen aus in den Abgrund geschaut und über eine ganze Kaskade von Krisen diskutiert. Da ist zum einen natürlich der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, aber eben auch die ganzen Implikationen, die das hat. Es war viel von Inflation die Rede, von einer drohenden Rezession, die Hungerkrise, die drohende auf vielen Teilen der Welt spielte eine sehr große Rolle und natürlich die Energiekrise. Und für mich war eben erstaunlich, wie unterschiedlich die Antworten, die Lösungsansätze für diese verschiedenen Krisen ausgefallen sind. Angefangen mit dem Ukraine-Krieg, da gab es so eine Art Duell, wenn man so will, zwischen dem amerikanischen ehemaligen Minister und Sicherheitsberater Kissinger und der Investorenlegende Soros zum Beispiel. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Kissinger hat im Kern gesagt, die Ukraine müsse Zugeständnisse machen an Russland, was Gelände angeht, was territoriale Zugeständnisse betrifft. George Soros, die Investorenlegende, hat das rundweg abgelehnt und er davor gewarnt, dass Russland der Zivilisation insgesamt ein Ende bereiten könne, wenn man sie gewähren lässt. Also das fand ich hochinteressant. Und dann war hier unter den Wirtschaftsvertretern natürlich auch das Ringen nochmal spürbar, nicht nur im Umgang mit Russland, sondern mit dem wirtschaftlich viel wichtigeren Partner, noch mit China. Denn da steht man ja vor einem großen Dilemma jetzt auch im Umgang mit so einem autoritären Regime. Und da konnte man vorhin auch Olaf Scholz noch mal genau zuhören. Er hat sich da kurz zu geäußert zu China und hat gesagt, man dürfe China weder isolieren noch eine Hegemonie im asiatischen Raum und darüber hinaus sozusagen für selbstverständlich gegeben nehmen. Also das wird, glaube ich, die Zukunftsfrage, die hier Davos auch in den kommenden Jahren noch weiter beschäftigen wird. Das Weltwirtschaftsforum in Davos geht heute zu Ende. Weltchefredakteur Jan-Philipp Burgert hat es begleitet und seine Bilanz gezogen. Ganz herzlichen Dank in die Schweiz nach Davos.